Es folgt eine Anleitung für den 3D-Drucker Varseo der Firma Bego. In dieser Anleitung befassen wir uns mit einer Klammerprothese für den Oberkiefer. Diese wird in Varseo Wachs Cut Cast gedruckt und anschließend vergossen. Als erstes wählen wir eine neue Plattform an. Dies geschieht auf dem Knopf Neue Plattform. Es öffnet sich das Fenster Neue Plattform. In der ersten Zeile Name kann der Name eingetragen werden. Geschieht dies nicht, besteht der Name aus Datum und Uhrzeit. Bei Jobtyp bleibt Custom eingestellt. In der Zeile Maschine kann der Drucker ausgewählt werden. Wären mehrere Drucker hinterlegt, würden diese hier gelistet sein. Beim Material wird Varseo Wax Cut Cast ausgewählt. Die Farbe bleibt unangetastet, der Standardstil ist automatisch hinterlegt. Nun gehen wir auf Hinzufügen. Es erscheint die Bauplatte. Die automatische Platzierung setzen wir auf Kein. Erst wenn wir den Datensatz ausgerichtet haben und die Supports gesetzt wurden, werden wir ihn automatisch auf die Bauplatte rechnen lassen. Im nächsten Schritt wird nun der Datensatz ausgewählt. Hierzu gehen wir rechts auf Hinzufügen. Ich habe einen Ordner mit Klammerprothesen. Ich suche meinen Datensatz aus. Er erscheint rechts im Bild. Dort kann er bewegt werden. Ich bestätige die Auswahl mit Öffnen. Wenn diese Zeile hier erlischt, ist er eingeladen. Ich habe den Datensatz nun nicht benannt. Möchte ich dies jetzt noch tun, habe ich die Möglichkeit, oben auf dem Stiftsymbol den Datensatz zu benennen. Ich nenne ihn einfach Oberkiefer. Nun möchte ich den Datensatz weiter bearbeiten. Ich wähle unterhalb von Datei den Datensatz an. Er erscheint unten links als kleines Beispielbild. Das Material ist Varseo Wax Cut Cast. Es sind zwei Knöpfe hinzugekommen. Entfernen löscht den Datensatz. Ich möchte ihn jedoch untersuchen. Ich wähle Untersuchen. Meine Klammerprothese erscheint im Fensteransicht. Ich kann sie hier drehen und begutachten. Ich muss nun den Datensatz richtig im Raum orientieren. Ich wähle an 3D-Orientierung. Der Datensatz wurde nun im Raum orientiert. Was heißt das? Wir haben hier unten ein Gitter. Dieses dient uns zur Orientierung im dreidimensionellen Raum. Mit Hilfe des Trackballs kann ich den Datensatz im Raum bewegen. Sobald ich ihn wieder zurücksetzen möchte auf die Ausgangslage, muss ich nur auf Auto drücken. Möchte ich ihn möglichst flach drucken, wähle ich den Knopf Mindesthöhe. Nun hat das Programm die minimale Höhe im Raum ermittelt. Würde der Datensatz falsch herumliegen, mit dem Verbinder zur Platte hin, müsste ich ihn umdrehen. Dies kann ich mit Hilfe des Trackballs vornehmen oder ich gehe einfach auf obere Seite. Unten. Der Knopf befindet sich unter Handlungen. Anschließend gehe ich wieder auf Mindesthöhe. Dadurch wird der Druckauftrag horizontal genestet und ermöglicht ein sehr schnelles Drucken. Ich bin mit meiner Auswahl zufrieden. Nun gehe ich weiter unten rechts auf Supports. Die Supports, die Stützstrukturen werden nun automatisch berechnet.
Diese Ports wurden nun automatisch berechnet. Diese müssen jedoch immer kontrolliert werden. Ich empfehle nicht, diese Ports zu löschen bzw. weniger zu setzen, als das Programm vorgeschlagen hat. Wichtig ist, zuerst die lokalen Minima zu markieren. Dies geschieht unter Ansicht lokale Minima. Alle roten Bereiche müssen mit einem Support versehen sein. Es sind die Bereiche, an denen zum ersten Mal ein Support das Druckobjekt, in dem Fall die Klammerprothese, berührt. Es empfiehlt sich, eine Chronologie zu beachten. Ich fange immer mit den Klammern an und gehe danach zum Verstärkungsbalken über und zum Schluss zum Verbinder. Es empfiehlt sich, darauf zu achten, dass Supports nicht in der Klammerinnenfläche liegen, sondern immer außerhalb. Ansonsten müsste man erhöht nacharbeiten. Ich setze weitere Supports immer auf den Klammerarm, damit auch dieser abgestützt ist. Mit dem Einfach-Plus hinzufügen setze ich einzelne Supports hinzu. Diesen Support zum Beispiel setze ich etwas weiter an den Rand. Wir haben hier ein lokales Minima und ich schaue, dass er dieses noch berührt. Ich kontrolliere später, ob dieser Support in die Klammer hineinragt oder davor endet. Die Schulter von meiner Klammer bekommt auch noch einen weiteren Support. Ich gehe auf Hinzufügen und setze diesen. Auch meine Auflage bekommt noch einen weiteren Support. Ich werde unter Ansicht nur noch flache Bereiche anwählen. Dies sind Bereiche, die besonders unterstützt werden müssen. Ich achte darauf, dass die Supports auf den flachen Bereichen liegen. Der Support berührt noch das lokale Minima. Ich setze hier noch einen weiteren Support auf die Auflage. Die Supports beim Verstärkungsbalken setze ich schön in die Mitte der flachen Bereiche, damit später hier ein ordentlicher, solider Druck zustande kommt. Supports, die zu nah am Rand sind, setze ich weiter hinein. Bei Narbungen kommt es vor, dass viele lokale Minima angezeigt werden. Diese müssen nicht zwingend alle beachtet werden. Dieser Support war auch zu nah am Rand. Ich gehe nun auf mehrere hinzufügen und setze noch zur Sicherheit ein paar Supports an die flachen Bereiche. Und nun bin ich fertig. Hier verstärke ich noch um einen weiteren Support. Nun bestätige ich die Auswahl mit OK. Der Datensatz ist nun vorbereitet und kann automatisch auf der Platte platziert werden. Ich gehe auf Place. Der Rechenfortschritt ist links oben im Bild zu beobachten. Meine Klammerprothese erscheint auf der Baufläche. Ich habe nur noch die Möglichkeit, die Position zu ändern. Hierzu gehe ich auf den Knopf Positionieren. Ich kann sie entweder verschieben oder mit dem Mausrad rotieren lassen.
Es empfiehlt sich, abwechselnd unterschiedliche Positionen zu wählen, um die Antihaftfolie in der Kartusche unterschiedlich zu belasten. Dadurch hält diese länger. Sollte das Objekt über die Bauplatte hinausragen, wird es rot markiert. Erst wenn es wieder im Objekt ist, in dem Fall die Bauplatte, ist es blau. Ich bestätige nun mit OK. Der Datensatz ist nun fertig. Bevor ich allerdings auf den Knopf unten rechts Produzieren klicke, gehe ich noch einmal auf Untersuchen. Ich kann mir nun einen Eindruck verschaffen über meine Supports. Ich schalte die Basisplatte und das Referenzobjekt aus. Wie vorhin gesagt, kontrolliere ich nun die Supports. Ich möchte nicht, dass ein Support in die Klammerfläche hineinragt. Die Klammerinnenseiten sind alle wunderbar glatt. Auch die Retentionsdrähte sind unterstützt mit Supports und können somit gedruckt werden. Ich bestätige nun mit OK. Nun gehen wir unten rechts auf den Knopf Produzieren. Die Datei wird nun überprüft und konvertiert. Der Datensatz ist fertig konvertiert. Wir werden nun aufgefordert, einen USB-Stick an den PC anzuschließen. Der USB-Stick muss leer sein. Es dürfen sich keine anderen Daten darauf befinden. Der USB-Stick wurde erkannt und wir können nun unten rechts auf Save drücken. Bei mir heißt der USB-Stick Wechseldatenträger D. Der Name darf nicht mehr geändert werden. Der Druckauftrag heißt Oberkiefer. Ich gehe nun auf Speichern. Der Druckauftrag wurde nun auf meinem USB-Stick gespeichert und kann zum Vaseo gebracht werden und dort angebracht werden. Dieser kann diesen nun drucken. Der Datensatz des Druckers wird auch noch im Ordner Cambridge Output auf unserem Desktop gespeichert. Hier befindet sich der Druckerdatensatz als auch ein Overview-PDF, um den Datensatz zuordnen zu können. Ich gehe nun unten rechts auf OK. Hiermit lösche ich den Nesting-Prozess aus Cambridge. Der Druckauftrag in Cambridge Output bleibt jedoch noch bestehen.